Herzlich willkommen, liebe Leute und Piloten an meiner Seite. Es geht weiter. Ich starte direkt mal den ungefähren angepeilten Timer für uns. Und wir fliegen los zu neuen Abenteuern. Juno außerhalb der Basis. Mactan im All treffen. Freelancer Alpha 1-1. Hier, Mactan, Sie haben Starterlaubnis. Dankeschön. Danke. Immer so nett, die Leute zu uns. So, wo ist sie denn? Juno? Ich habe gute und schlechte Nachrichten. Die gute ist, in der Nähe gibt es Sprunglöcher, die nach Manchester und Leeds führen. Leeds. Leeds. Mein Freund Tobias leitet dort den Ausrüstungshandel. Die schlechte ist, Liberty hat seine Politik in Sachen illegale Artefakte drastisch verschärft. Gerüchte sprechen von hunderten Festnahmen und auf uns wurde eine Belohnung ausgesetzt. Eine Million Credits. Ist das zu fassen? Das Artefakt ist der Schlüssel. Wir müssen herausfinden, was es ist und warum sie es unbedingt wollen. Alarm! Unbekannte Kontakte nähern sich schnell. Oh. Alle Jäger starten. Erfasse mindestens 4 schwere Rheinwehrjäger. Nur alle Türme besetzen. Schon wieder Rheinländer. Das könnte wieder Treibstoff geben. Trendangriff. Übergeben Sie das Artefakt und Sie werden verschont. Anführer, die wissen von dem Artefakt schon mal. Die Kommandozentrale Schröder? Ist getroffen. Reinhard Schröder? Sehe ich das richtig? So, gib mir Treibstoff. Hab noch einen. Das Problem ist, ich glaube, wir müssen die halt selber töten. Oder zumindest den größten Schaden machen, dass wir überhaupt irgendwie Anspruch auf Loot haben. Ziel abgeschossen. Schnell! Ich hoffe, ich habe ihn bekommen. Das war der letzte. Miss Zane, wir können Sie nicht mehr schützen. Verlassen Sie Liberty, solange es geht. Viel Glück. Am besten trennen wir uns. Durch die Belohnung wird jeder Kopfgeldjäger in den Kolonien hinter uns her sein. Ich gehe nach Cambridge, Professor Quintain suchen. Trent, Sie suchen Ihren Freund auf Leeds und bleiben unsichtbar. Ich lade die Koordinaten des Leeds-Sprunglochs hoch. Ich melde mich, wenn ich auf Cambridge bin. Viel Glück und Vorsicht. Okay. Wir sind jetzt auf uns allein. Haben wir eigentlich mal selber geredet? Wenn hier oben links jemand eingeblendet wurde, der uns irgendwas erzählt? Haben wir da schon mal jemals geantwortet? Ich bin da gar nicht so sicher. Ja, jetzt sind wir wieder ein bisschen auf uns allein gestellt und müssen warten, bis Juni sich meldet. Das könnte bedeuten, dass ich was schneiden muss. Weil ich bin mir jetzt nicht sicher, aber ich glaube, sobald wir auf Leeds angekommen sind, sagt uns unser Tübi, yo, such mal, sammel mal Geld. Also unser alter Freund Tobias, heißt er, glaube ich. Er sagt uns dann noch. Trent hier, Juni. Oh, geht schnell. Ich bin auf New London. Was? King hat sich gemeldet. Er ist bei Walker. Er sagte, die Marine sei in erhöhter Alarmbereitschaft. Jacoby hat alle Artefakte für illegal erklärt. Und klar. Glückwunsch. Wir beide sind jetzt Libertys meistgesuchte Verbrecher. Nice. Nehmen Sie ein paar Jobs an und besorgen Sie ein neues Schiff. Ich melde mich, wenn ich Quintain finde. Juni, Ende. Toll. Schön. Richtig gut. Naja, hätte ich jetzt auch eigentlich die letzte Folge ein bisschen weiterlaufen lassen können. Schade. Ja, muss ich halt schneiden. Gut, dann werdet ihr gleich einen Cut sehen. Nicht jetzt, keine Angst, wir gehen doch nach Leeds, weil wir müssen ja noch mit Tobias reden. Und der wird uns dann nochmal ein paar Tipps geben, vielleicht sogar ein bisschen Geld. Ich kann ja kurz mal gucken, wie viel wir jetzt haben. Aber wir sind immer noch im Einsatz. Wir haben jetzt auf jeden Fall 93, das merken wir uns mal. Gucken wir, ob wir gleich ein bisschen mehr haben. Weil es ist unser alter Lehrmeister, unser Meister Yoda quasi, der uns alles beigebracht hat. Und, oh Moment, ich sollte den freien Flug anmachen. So. Und rausche ich nachher hier in Leeds rein. Hui. Ist auch eine große Stadt, glaube ich, auf jeden Fall. Trent, hier Juni. Ich bin auf Cambridge. Toll. Konnte den Professor noch nicht finden. Ich melde mich, wenn ich was höre. Bleiben Sie bis dahin unsichtbar. Vermutlich sucht jeder Kopfgeldjäger in den Kolonien nach uns. Wir sind immer noch nicht durch, oder? Ja, wir haben ja auch noch den Einsatz laufen. Wir haben ja noch den Wegpunkt angezeigt in lila, questfarbend. Wir docken einfach mal an. Verstanden. Anflugerlaubnis zum Landepunkt. Erteilt. Sie dürfen jetzt zum Landepunkt. So, Tobias, hallo. Tada!
Planet Leeds im Leeds-System. Tobias im Ausrüstungsladen. Auf Leeds treffen. Yo, Tobias. Sie werden es nicht bereuen. Niemand macht ein besseres Angebot als Richard Winston Tobias. Der hat das Charaktermodell von dem Bartyp aus Manhattan, oder? Ich habe mich schon gefragt, wann Sie zurückkommen. Stecken Sie in Schwierigkeiten? Das könnte man sagen. Man könnte auch sagen, ich hab's ja gesagt. Ich habe mir nicht die Zeit genommen, Sie anzulernen, damit Sie wegen eines idiotischen Plans einfach alles wegwerfen. Aber Sie wussten es ja besser. Das Geschäft meines Lebens. Erinnern Sie sich, na? Und jetzt sehen Sie sich an. Ist das Ihr Schrotthaufen da auf dem Landepad? Ja. Sie brauchen wahrscheinlich ein paar Ersatzteile für das Ding. Schön, Sie zu sehen, Junge. Sie sind also zurück. Bleiben Sie? Das ist kompliziert, Tobias. Anscheinend ist ganz Liberty hinter mir her. Verstehe. Zuerst müssen wir Ihr Schiff loswerden. Die Beschreibung hängt wahrscheinlich schon überall. Dann haben Sie demnächst Kopfgeldjäger am Hals. Sie brauchen etwas, womit Sie hier nicht so auffallen. Gehen Sie zu dem Schiffshändler in New London. Ich sage ihm, dass Sie kommen. Er hat ein Schiff für Sie. Dafür fehlen mir wohl die Credits. Tun Sie ein einziges Mal, was ich sage, Junge. Ich habe was zur Seite gelegt. Das wird reichen. Kommen Sie mit. New London. Sie haben Stufe 8 erreicht. Und jetzt müssen wir 10.000 zusammenkratzen. Oder uns ein neues Schiff besorgen. Ich guck mal kurz, was es hier so gibt. Nur leichte Jäger. Die sind nicht unbedingt besser als unsere. Würde ich jetzt mal behaupten. Der ist ein Ticken besser. Aber der ist kacke. Ein bisschen mehr Panzerung hat er. Nanobots sind erstmal egal. Der hat aber Torpedos. Ne, wir haben Torpedos. Eine höhere Waffenklasse. Okay. Aber auch nur 4 Geschütze und keinen Turm. Wir haben 6 insgesamt. Das bedeutet, wir machen auch sowieso generell mehr Schaden. Verbrauchen allerdings auch ein bisschen mehr Energie, ne? Ist ja natürlich klar. Also er will, dass wir nach New London gehen. Zum Schiffshändler. Da... Moment, er hat uns ja jetzt Geld gegeben. Wir hatten gerade 30... Ne, wir hatten gerade irgendwie... irgendwas mit 90, 98 oder 90. Und... Die 7.000 für die Mission haben wir bekommen und dann muss ja noch irgendwie ein bisschen mehr dabei rausgekommen sein. Gucken wir mal. Frachtraum ist nix. Ah, jetzt habe ich vergessen, hier nachzugucken. Hab ich hier noch was gekriegt? Ein paar Drohnen, aber nichts wirklich von Wert. Okay, jetzt die Frage, sollen wir nach New London? Wenn ich wüsste, wo das ist. Das ist eine gute Frage. Wo ist New London? Ist es hier irgendwo? Naja! Spielt ja auch eigentlich gar keine Rolle. Ich muss da jetzt hier leider cutten. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Ist ja nur ein Cut. Mit vielleicht einem neuen Schiff. Oder mit besserer Ausrüstung für meinem alten. Auf jeden Fall aber zur nächsten Hauptmission. Verabschiedung brauche ich nicht. Wir sehen uns da in weniger als 0,1 Sekunden wieder. Deswegen bis dahin. Bis gleich. Tschüss. Herzlich willkommen, liebe Piloten auf dem Planeten oder am Andockpunkt des Planeten Cambridge bei Freelancer. Bestätigt. Anflugerlaubnis zum Landepunkt erteilt. Sie dürfen jetzt zum Landepunkt. Wir sollen Juni hier treffen und wir haben immer noch dasselbe Schiff. Das hat folgenden Grund. Ich habe keine Ahnung, wo es das nächste Gute gibt. Die Frage ist, wo mich jetzt die Story hinführt. Wenn es mich ins Rheinland führt, würde ich gerne kein neues Schiff kaufen. Wenn nicht, müssen wir hier ein neues Schiff kaufen. Weil dann gibt es eine ganze Zeit lang nichts mehr an neuen Schiffen, glaube ich. Also schon an neuen, aber an Scheißschiffen. Die können erstmal alle weg. Das ist schade, weil eigentlich ganz gut sind. Hier gibt's Ripper. Das sind sehr geile Waffen, also cool aussehen. Ich weiß nicht, ob die krass sind. Die Optimum Ripper hier vor allen Dingen. Aber wir haben kein Stufe 5 Schiff. Und da ich jetzt noch nicht weiß, was passiert. Reparatur abgeschlossen. Moment, ich habe doch bestimmt noch ein paar Drohnen. Fast keine Raketen mehr, aber das ist mir egal. So, ich würde sagen, das haben wir schon gemacht. Dann würde ich sagen, gehen wir jetzt, nachdem ich noch mal einmal kurz geguckt habe, in die Bar zur Story. Viel Spaß.
Hey. Hey. Ich habe mich schon gefragt, wann Sie kommen. Haben Sie Quintain gefunden? Das Nein. ist merkwürdig. Der gute Doktor ist verschwunden. So wie die anderen. Nein, eben nicht. Er hat eine Spur hinterlassen, aber ich brauche Ihre Hilfe, Trent. Machen Sie mit? Wertvolle Informationen über das mysteriöse Xeno-Artefakt. Auf geht's! Deshalb bin ich hier. Zählen Sie auf mich. Gut. Was wissen Sie über Xeno-Archäologie? Alles. Nicht viel. Warum? Dann überlassen Sie das Reden mir und halten Sie unbedingt das Artefakt versteckt. Ich will nicht, dass es nochmal so läuft wie in Manhattan. Sonst noch was? Ja. Bringen Sie die Flasche mit. Geil. Die Pulle. Sehr nett von Ihnen, uns so kurzfristig zu empfangen, Mr. Vance. Als es in Ihrer Mitteilung hieß, Sie und Dr. Trent seien vom Hammer Research Institute in Liberty, konnte ich kaum ablehnen. Es kommt schon mal vor, dass Dr. Quintain einen Termin verschwitzt. Selbst wenn es um die Finanzierung geht. Das verstehen wir vollkommen, ist ja schon lange her. Ich bin froh, dass mir die Universität Ihre Adresse gegeben hat. Ich arbeite oft für Dr. Quintain, transportiere Leute und Ausrüstung zu seinen Forschungsstätten. In der Regel kann ich ihn finden. Sie meinen, Sie wissen nicht, wo er ist? Er weiß nicht, wo er ist. Er hat sich seit Wochen nicht blicken lassen. Wahrscheinlich forscht er draußen. Er sagt nicht immer Bescheid. Nicht mal Dr. Sinclair weiß, wo er steckt. Sie haben doch bereits mit ihr gesprochen. Nein. Sie macht schon seit Jahren Feldstudien für den Professor. Tatsächlich? Würde es ihr was ausmachen, wenn wir sie aufsuchen? Nein. Wissenschaftler freuen sich über Finanzierungen. Und über ein wenig Anerkennung, versteht sich. Natürlich. Wo hält sich Dr. Sinclair zurzeit auf? Sprague, aber leider kann ich ihr keine Nachricht schicken, das ist zu weit weg. Okay, wir werden sie aufsuchen. Sprague, Sie waren eine große Hilfe, Mr. Vance. Danke. Ich glaube, Dr. Sinclair wird sich freuen. Letzte Woche gar nichts, diese Woche Sie und die Rheinländer. Welche Rheinländer? Vom Museum in Neu-Berlin. Die waren auch sehr an Ihrer Arbeit interessiert. Sie haben sie knapp verpasst. Oh oh. Dann schnell, besorgen Sie, was Sie brauchen und wir treffen uns im All. Und nicht trödeln, Doktor. Bestimmt nicht. Akademiker. Verrückt. Ja. Scheiße. Ich habe keine Ahnung, wo Sprague Square liegt. Ich will aber auch jetzt nicht. Ich wüsste auch gar nicht, ob wir uns die Sachen leisten können. Ich meine, die sind doch nicht gut. Ja, maximale Waffenklasse 5. Optimale Waffenklasse 3. Ich weiß nicht. Ich will den eigentlich nicht. Überhaupt nicht. Ich finde den kacke. Der hat aber mehr Rüstung. Ach komm. Wir speichern. Und geben Hardgas. Hoffen wir einfach mal auf was Cooleres. Juno, weiter geht's. Das hat ja gedauert. Ja, komm. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Los geht's. Puh. Ich muss mal gucken, wie lang ich die Folge jetzt mache. Ist ja. Andocken. Mit dran ist. Die Rheinländer könnten schon Stunden weg sein. Wir müssen Sinclair vor ihnen erreichen. Ich habe die Sternkarte studiert. Sprague ist ein ferner Planet im Omega-3-System, nicht allzu weit von hier. Vielleicht hilft uns Dr. Sinclair, mehr über dieses Artefakt herauszufinden. Omega-3-System? Da klingelt irgendwas mit Schiffen bei mir. Omega-3. Irgendein cooles Schiff gibt's da. Ist das der Dagger? Gibt's da den Dagger vielleicht? Oh, anfliegende Schiffe, hier die Norfolk. Ihre Flugbahn zeigt, dass Sie zu den Omega-Systemen fliegen. Sie sollten wissen, dass die Spannungen zwischen dem Bretonierreich und Rheinland eskaliert sind. Ein militärischer Konflikt ist nicht auszuschließen. Roger, Norfolk. Unser Ziel ist Sprague in Omega-3. Wir wollen kein Rheinland-Territorium anfliegen. Verstanden. Keine Berichte über Rheinland-Aktivität in diesem System. Norfolk, Ende. Moment. Wir nehmen diese Handelsroute. Sie fliegen vor, Trent. Andocken nicht gestattet. Ah! Verdammt! Omega-3-Sprungtor. Ja, das Problem ist, dass ich, nicht andocken kann. Andocken. Also, das ist ein Schlachtschiff. Auf Schlachtschiffen gibt es meistens die besten Schiffe. Beim Konflikt mit Rheinland dreht sich alles um diese verdammten Xeno-Artefakte.
Haben Sie gehört, dass Präsidentin Jacoby die Königin dazu bringen will, alle Artefakte in Bretonia zu verbieten? Sie hat sicher ihre Gründe. Hm. Naja. Okay, aber irgendwas klingelt bei mir, wenn es um Omega 3 geht. Da muss ich mal gucken. Das Problem ist halt, wie gesagt, ich kann nicht so richtig. Ich kann irgendwo andocken mit mitten in der Hauptmission. Da ist das Sprungtor. Sieh zuerst, Trent. Oh, ist nur. Ah doch, nee, ich dachte, das wäre wieder einfach nur ein Wurmloch. Andocken. So, auf geht's. Gucken wir mal. Omega 3, was waren das nochmal? Also nicht Omega 3 Fett, ne? Säuren und so. Für die Ernährungsleute unter uns. Sondern irgendwas gibt's da. Ist es der Dagger oder ist es ein, ist es ein Enforcer? Hm. Als wären wir sowieso erstmal wieder von Rheinländern bestimmt angegriffen. Die Sternkarte beschreibt Sprag als unbewohnte Welt ohne Handelsroutenanschluss. Freihafen 1. Wir müssen von hier nach Freihafen 1 und dann durch das offene Weltall fliegen. Vor Dings wäre geil. Andocken. Freihafen 9, glaube ich. Da gibt es auch was Cooles. Andocken. Aber da sind wir natürlich nicht. Okay. Durch das offene Weltall. Das sagt mir, dass dann spätestens was passiert. Ich würde da gerne andocken. Wenn ich ehrlich bin. Obwohl, da wird es keine Schiffe geben. Hier müssen wir, oder? Die Handelsroute verlassen. Anfliegende Schiffe. Beachten Sie, die Rheinwehr hat Blockaden in Omega 7 errichtet. Schiffe dürfen Rheinlandraum nicht durchqueren. Alle Handelsschiffe müssen bis zum Ende der Krise in Freihafen 1 bleiben. Freihafen 1, wir sind auf dem Weg nach Sprag und bringen einer archäologischen Expedition Nachschub. Haben Sie Rheinlandschiffe in dem Sektor entdeckt? Negativ, aber Sprag liegt außerhalb unserer Patrouillenrouten. Wenn sie angegriffen werden, können wir nicht helfen. Verstanden, danke für die Warnung. Trent, ich habe die Koordinaten für Sprag in Ihr Neuralnetz geladen. Los jetzt! Nicht gestattet. Andocken, andocken nicht gestattet. Moment, mitnehmen. Da wird auf jeden Fall was passieren. Nehme ich jetzt mal an. Gucken wir mal. Rheinländer, die auftauchen oder nochmal irgendwelche Mollys oder Ausgestoßene oder so. Die Situation gerät jetzt außer Kontrolle. Eine Blockade in Omega 7? Rheinland verstößt offen gegen den Bormann-Vertrag. So nah war ein offener Militärkonflikt in den Kolonien nicht mehr seit dem 80-jährigen Krieg zwischen Rheinland und der KGS. Wer kennt's nicht? Vance gab mir die Frequenz des Peilsenders der Grabung. Ich erhalte noch kein Signal. Wahrscheinlich müssen wir näher ran. Okay, ich bin gespannt. Ich glaube nicht, dass es jetzt hier wir so sind fast da. Locker noch läuft. Kein Signal. Da muss doch irgendwas jetzt passieren. Okay, kommen wir echt safe an? Krasse Sache, hätte ich jetzt nicht mit gerechnet. Also, ich dachte, jetzt würde irgendwas geschafft. Passieren, vor allem, weil sie sagte, bis ans offene, irgendwie übers offene Welt. Ah! Rheinlandschiffe! Wallon. Wo kommen die denn her? Tarnung! Ausscheren und angreifen! Vier Stück? Ja, komm schon, ey! Ja, Mami. Ich stelle einfach direkt her, ey. Kacke, ey. Allerdings machen wir ein bisschen Schaden. Ich habe einen dickeren Turm mir reingepackt. Weiß nicht, ob ich das schon beim letzten Mal hatte. Ich hab Sichtkontakt. Roll weg! Keine Energie mehr! Sichtkontakt! Waffen in. Ja! Ah, der ist weg. Wow. Vorsichtig. Ja, komm schon, ey. Zwei Schüsse und ich bin. Mein Schutzschild ist weg, oder was? Oh, ich hätte einen neuen Schild kaufen sollen, ich Idiot. Zumindest. Da kann ich, glaube ich, bis Klasse 3. Schutzschild wiederhergestellt. Schutzschild ausgefallen. Oh Gott, ey. Vielleicht kann ich auf Sprag einkaufen. Yo! Ich war einfach so eine Mine aus dem Nichts. Feind auf 6 Uhr. Oh, Juno, du hast ja schon richtig viel gemacht. Du hast einem den Schild abgezogen. Geile Sache. Schutzschild ausgefallen. So, letzter. Gegnerisches Schiff in Sicht. Es droht Höhlenbruch. So. Schutzschild wiederhergestellt. Geht doch. Und der ist jetzt instant wieder weg. Boah, allem ausweichen. Ich werde verfolgt.
Wir haben halt eigentlich optimale Klasse 2 und haben halt 3 und 4 als Waffen. Also das mit der optimalen Klasse ist so, wie viel Energie wir rein theoretisch das Optimale zur Verfügung haben. Wir müssen auf den Planeten und Sinclair schleunigst hier wegbringen. Hoffentlich ist es noch nicht zu spät. Sieh zuerst, Trent. Wir müssen uns beeilen. Ich habe das ungute Gefühl, dass da draußen noch mehr lauern. Ja, Hauptsache ich kann jetzt irgendwas Krasses kaufen. Ich glaube aber nicht. Ich glaube, da kann man nicht viel kaufen. Was wir machen können, ist ein bisschen Schildgeneratoren kaufen tatsächlich. Oder, nicht Schild, also ja, auch ein Schildgenerator. Aber ich meinte eigentlich Schildbatterien. Aber mal gucken, was jetzt passiert. Sah nach einer Art Tarntechnologie aus. Nicht mal die Liberty Marine konnte die aktivieren. Die Ausgrabungsstätte ist nirgendwo verzeichnet. Wir müssen nach ihr suchen. Wollen wir hoffen, dass sie noch da ist und die Rheinländer uns nicht zuvorgekommen sind. Ich bekomme ein schwaches Signal. Das muss die Ausgrabungsstätte sein. Moment. Ja, das ist sie. Die mussten sich wohl durch diese Felsen graben, um hineinzugelangen. Leite die Landesequenz ein. Okay. Das muss der Eingang sein. Vielleicht gibt's da doch ein Schiff. Kein Licht, kein Funkkontakt. Ich habe ein ungutes Gefühl. Hoffen wir das Beste. Vielleicht graben sie ja alle nach Artefakten und haben uns gar nicht bemerkt. Mit Sicherheit. Stehen direkt jetzt 70 Leute vor denen mit einer Knarre. Ob wir schon zu spät kommen? Wir müssen Sinclair finden und dann nichts wie weg hier. Okay. Das haben wir instant gefunden. Und wo genau haben Sie das her? Von einem Dieb. Aus Manhattan. Er wurde deswegen getötet. Jetzt sind die Killer hinter uns her. Können Sie uns helfen? Sehen Sie sich um, Miss Zane. Sie stehen mitten in der Geschichte der Darm Quosh. Eine Spezies, die über 10 Millionen Jahre älter ist als die Menschheit. Und bis vor kurzem, relativ gesehen, waren Sie die Bewohner unserer neuen Heimat hier in Sirius. Ich arbeite jetzt schon seit Jahren daran, das Puzzle ihrer Vergangenheit zusammenzusetzen. Kultur, Technik, Sprache, einfach alles. Besonders interessierten mich dabei diese Tafeln. Mit ihnen konnte ich einige ihrer Schriften entschlüsseln. Aber mit diesem Stück kenne ich bald ihren ganzen Code. Ja, ich weiß eine Menge über dieses Artefakt. Aber nicht, warum jemand dafür töten würde. Wissen Sie was von getarnten Rheinlandschiffen? Ich bin Wissenschaftlerin, Mr. Trent. Mich interessieren nur Fakten. Dann sollten Sie lieber die Fakten beachten. Eine Menge Leute sind deswegen schon gestorben. In den Kolonien ist irgendwas los. Leute werden getötet. Andere sind verschwunden, wie Ihr Kollege Dr. Quintain. Quintain ist nicht verschwunden. Er ist ein Einsiedler. Ich glaube, er ist untergetaucht. Und ein Mann wie er macht das nicht ohne Grund. Ich glaube, er wusste zu viel. Das ist lächerlich. Wirklich? Wir finden heraus, dass Rheinland Interesse an ihrer Forschung hat und als wir hier ankommen, werden wir angegriffen. Es waren Rheinlandschiffe mit einer Technologie, die ich noch nie gesehen habe. Reicht Ihnen das immer noch nicht? Wie wär's denn mit meinen guten Freunden, ehrenhafte Soldaten aus Liberty, die den Schmuggel mit Artefakten stoppen sollten? Auch sie spurlos verschwunden, als hätte es sie nie gegeben. Vielleicht wussten sie auch zu viel. Im Gegensatz zu Quintain haben sie nichts geahnt. Ich aber schon und sie sollten das auch. Und da er jetzt weg ist, bleiben nur noch sie. Ich schätze, diese Schiffe sind bald zurück und wer weiß, was sie diesmal noch mitbringen. Sie, liebe Frau Doktor, haben die Wahl zwischen Wissenschaftlerin auf der Flucht oder Tod im Grab. Was darf es sein? Ich lasse meine Arbeit nicht im Stich. Außerdem, woher weiß ich, dass ich Ihnen trauen kann? Doktor, wir haben ein Dutzend Schiffe auf dem Schirm, Typ unbekannt. Wir haben sie nicht kommen sehen. Ich sagte doch, die kommen zurück. Nehmen Sie, was Sie können und schicken Sie die Leute in die Schiffe. Ja, Doktor. Also gut, ich komme mit. Los jetzt, wir müssen weg. Hoffentlich darf ich nochmal. Okay, ich darf nicht nochmal. Alles klar. Ich hab gehofft, ich könnte irgendwie noch was kaufen, verkaufen. Die Tafeln wurden in Mr. Trents Schiff geladen. Was? Meins? Die nehmen hier alles auseinander. Warum in mein Schiff? Hat die kein eigenes? Vielleicht fliegt die bei mir mit, oder was? Lol, eine Granate. Bam. Slow-mo. Weg. Das wird knapp. Schon längst alles am Brennen. Fliegen da trotzdem noch durch. Okay. Vom Planeten flüchten. Vergütung ihr Leben. Dankeschön. Das hätte ich gern. Oh Gott, sie haben unsere Basis zerstört. Meine Arbeit.
den Andockpunkt auf. Sie haben den Andockring zerstört. Vergessen Sie das, die sind in der Überzahl. Wir müssen hier weg. Wohin? In den Nebel. Dort gibt es ein Versteck. Ich lade die Koordinaten hoch. Schnell, Leute, nichts wie weg. Ja, ich mach den kurz platt. Danach habe ich mal Energie verschossen. Und vielleicht droppt er uns ja geile Waffen. Komm schon. Stirb! So. Rakete im Anflug. Schutzschild ausgefallen. Warum fliegen wir so langsam? Trent, mehr Energie auf die Triebwerke. Ja, ich brenne gerade ein bisschen, aber ist kein Problem. Rakete im Anflug. Nein! Wo ist sie? Kommt sie? Ich sehe sie nicht. Die hätten wir so theoretisch hinbekommen. Ich hab noch Nanobots. Oh, da kommen sie aber welche, fliegen uns genau in den Lauf. Nicht so geil. Wir sind fast da. Gut. Eigentlich könnten wir die machen. Ah ja. Nur noch ein paar Sekunden. Sollen wir bekommen. In dem Nebel hängen wir sie ab. Woo! Geschafft. Moment. Nein, Thomas. Überprüfe das Radar. Sauber. Keine Spur von ihnen. Doktor, wohin fliegen wir? Zur Forschungsstation Baxter. Die steht seit mehr als einem Jahrzehnt leer, aber die Lebenserhaltung sollte noch funktionieren. Es war kein Witz, als Sie sagten, dass die Schiffe aus dem Nichts kamen. Danke, dass Sie mich rausgeholt haben. Gern geschehen. Weiter geht's. Auf nach Baxter. Ist jetzt auch nicht so viel weiter. Müsste ja wohl eigentlich auf unserem Schirm sein. Ist ja auch hier auf unserem Schirm. Ist wieder irgendwie ein... Okay, wir sollten hier landen. Halte die Augen offen. Die können nicht weit weg sein. Direkt landen. Die hat doch ihr eigenes Schiff da, so ein Frachter. Warum sind in meinem Schiff jetzt die ganzen Tafeln drin? Das macht ja gar keinen Sinn. Ich glaube, die haben wir erstmal abgeschüttelt. Hoffentlich haben Sie recht. Wird das eigentlich nie langweilig? Das Rennen und Kämpfen? Nein, das hier. Um die Wahrheit zu sagen, ich merke das gar nicht mehr. Was? Wegen so eines Anblicks bin ich Xeno-Archäologin. Wovon redet der Typ, als ob er irgendwie... Ich dachte, wenn das Universum seit Äonen existiert und ich es nur kurz erleben kann, was mag dann wohl eine ältere Spezies darüber denken? Durch sie wollte ich leben. Wenn sie recht haben und Quintain sich versteckt hält, dann ist er noch irgendwo da draußen. Was ist das? Sie haben uns gefunden! Wir müssen hier weg! Wohin fliegen wir? Nach Leeds. Dort habe ich einen Freund. Los! Oh, ich jetzt auch noch mal nach Leeds hier. Ich darf was verticken. Geile Sache. Geil! Da gibt's sogar eine Bar. Was gibt's hier? Okay, gibt's leider keine. Ich hab schon echt Schiss, dass ich die Ripper nicht mehr finde. Demnächst. Ich sollte echt ein paar Nanobots. Ich weiß, wir werden noch welche kriegen, aber. In Frachtraum geladen. Ich kann die ja für genauso viel wieder verkaufen. Also ich kaufe sie für 200. In Frachtraum geladen. Und kann sie auch für 200 wieder verticken. Also ich mache theoretisch kein Minusgeschäft. Aber es ist besser als zu sterben. Das Problem an der Sache ist, dass ich hier diesen Scheiß nicht vertickt bekomme. Und so ein Quatsch wie Wasser braucht kein Mensch, ey. Oder Sauerstoff. Wer braucht schon Sauerstoff? Okay, aber. Ich gehe jetzt einmal kurz in die Bar. Was ist da wohl los? Nichts! Okay. Gut, in dieser leeren Bar verabschiede ich mich, denn. Oder gehe ich noch nach Leeds? Fliege ich noch nach Leeds? Ich überlege gerade, ob in Leeds wieder ein Punkt ist. Nee, ich glaube nicht. Ich mache hier Schluss und wir gucken einfach mal. Ich denke, das passt schon irgendwie, weil ich schon, die zwei Folgen sind ja jetzt eh zusammengeschnitten. Die Länge sollte irgendwie passen und danach, ich glaube, das geht noch einiges weiter, die Story jetzt erstmal am Stück. So, dass, außer ich habe gleich in Leeds einen Breakpoint, dann habe ich ein Problem, muss ich wieder mal schneiden. Sollte aber nicht so schlimm sein. Und ansonsten geht die auf jeden Fall noch ein Stückchen, dass ich das irgendwie auch noch in eine Folge irgendwie reinkriege fürs nächste Mal, sonst wäre es ein bisschen viel. Oder ein bisschen wenig, je nachdem. Liebe Leute, danke fürs Zuschauen, danke fürs Dabeisein, danke fürs Mitfliegen vor allen Dingen. Und ich bin raus, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich hoffe, ihr seid dabei. Tschüssi.